Guten Tag zusammen, mein Name ist Gianmarco und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Jörns Welt der deutschen Sprache. Das ist das 57. Video aus der Videoreihe Die Aufgaben zu Lektionen und gleich geht die Aufgabe 11 zur Lektion 24 los. Wohin gehst du heute Abend? Diese Aufgabe hat 10 Beispiele. Formulieren Sie mündlich die Antwort auf die Frage anhand des Fotos. Für die Formulierung der Aufgabe haben Sie 10 Sekunden Zeit. Gleich danach hören Sie die Lösung. Beginnen Sie den Satz mit der Temporalangabe heute Abend und benutzen Sie den unbestimmten Artikel ein, eine oder ein. Schauen Sie sich zuerst das Beispiel an. Gde ideš večeras? Ovaj zadatak ima 10 primjera. Formulišite usmeno odgovor na pitanje gde ideš večeras na osnovu slike. Za formulisanje odgovora imat ćete 10 sekundi. Nakon tih 10 sekundi dobit ćete rešenje. Počnite rečenicu uvek sa priloškom odredbom za vreme večeras i koristite ispred lokacije neodređeni član ein, eine ili ein. Pogledajte najpre primjer. Beispiel. Lösung. Heute Abend gehe ich in einen Park. Heute Abend gehe ich in ein Konzert. Heute Abend gehe ich in eine Ausstellung. Heute Abend gehe ich in ein Café. Heute Abend gehe ich in eine Bar. Heute Abend gehe ich in eine Disco. Heute Abend gehe ich in ein Restaurant. Heute Abend gehe ich in eine Kneipe. Heute Abend gehe ich in ein Kino. Heute Abend gehe ich in ein Theater. Heute Abend gehe ich in einen Nachtclub. Das war alles in diesem Video. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen allen und bis zu einem nächsten Mal. Tschüss.